Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil der Bremer Haus-Serie. Und zwar beginnen wir hier einmal dort, wo wir mit dem Schwarzplan aufgehört haben. Genau, und zwar erfahrt ihr jetzt in dem Video einmal, wie aus dem sehr abstrahierten Schwarzplan ein sehr detaillierter Lageplan wird. Und zwar habe ich die Datei jetzt mal ein bisschen vorbereitet, indem ich einfach Klassen an- und ausgeschaltet habe. Beim Schwarzplan war es ja eben so, dass ich die Gebäudefüllung anhatte und die alle schwarz waren, und jetzt habe ich sie einfach mal ausgeschaltet und habe hier einfach nur die Umringe. Jetzt könnt ihr euch das Leben ein bisschen einfacher machen. Ihr müsst ja nicht diesen gesamten Ausschnitt, sage ich jetzt mal, zeichnen, dass ihr euch erstmal den richtigen Maßstab einstellt. Und ich hätte jetzt einfach mal gesagt, für einen Lageplan ist das ein 500er. Ich sage okay. Und dann lasse ich einmal hier die Plangröße anzeigen. Die hatte ich eben einmal ausgeschaltet. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir A3 nehmen. So, und jetzt ist es so, dass wir hier einmal sehen, welcher Ausschnitt auf A3 überhaupt nur zu zeichnen wäre. Damit man die Plangröße immer ein bisschen besser sieht, mache ich das ganz gerne so, dass ich dann einmal die so ein bisschen, also mir die Plangröße einmal nachziehe. Und so. Und dann mal eben mir die ein bisschen anders einfärbe, damit ich überhaupt sehe, wie groß das eigentlich nur sein muss. Ihr seht jetzt, im 500 ist da ein riesengroßer Bereich, den man eigentlich nicht zeichnen muss. Genau, wir können die Zeichnung jetzt auch verschieben, wenn wir zum Beispiel diese Straße hier oben im Fokus hatten wollten oder die untere oder welche auch immer. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es genau der Ausschnitt zufälligerweise ist, den wir jetzt sozusagen auch letztendlich auf unserem Layout haben wollen. Genau, das heißt, ich kann meine Umrandung sozusagen einmal löschen. Die ist ja nur für meine Übersicht, falls ich hätte den Plan sozusagen noch verschoben, dass ich auch mal weiß, wo mein Plan liegt. Genau, ich gehe jetzt einmal raus. Und eigentlich sieht das ja schon gar nicht so schlecht aus, aber es fehlen natürlich noch etliche Details, bis das so ein richtig schöner atmosphärischer Lageplan ist. Genau, was mache ich jetzt? Genau wie beim Schwarzplan gehe ich einmal vor, dass ich sozusagen die Datei einmal bereinige, wo führen überhaupt Straßen, was sind Einmündungen, was sind sozusagen unnötige Informationen, also was könnte ich zum Beispiel ausschalten. Genau, und das habt ihr vielleicht jetzt mal bestenfalls einfach schon beim Schwarzplan gemacht, dass sie, wie gesagt, hier zum Beispiel diese Straßen öffnet, dass man sehen kann, wo ist der Bürgersteig und wo sind dann die Grundstücksgrenzen, wo genau, wo fängt das Grundstück an und wo endet es. Das ist jetzt eher so ein bisschen Fleißarbeit, die man dann machen muss. Wie gesagt, hatte ich auch schon öfter erwähnt, manchmal muss man mehrmals klicken, weil da mehrere Flurstücke zusammen sind, aber dass die Straßen wirklich durchgehen. Genau, und dann können wir eigentlich auch schon mit dem eigentlichen Lageplan beginnen. Und zwar lege ich hierfür dann einmal neu an. Und ich würde jetzt einfach mal mit der Dachaufsicht anfangen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste beim Lageplan. Und zwar, wie man Klassen erstellt, kennt ihr aus den Grundlagenvideos. Ich mache jetzt einfach mal Dachaufsicht Schatten. Dann mache ich nochmal Dachaufsicht eine Unterklasse Kubatur. Und das reicht mir jetzt auch erstmal für Kubatur. Weise ich direkt das Attribut automatisch zu, kennen wir ja. Und zwar ist die Dachkante für mich leer und ich möchte sie erstmal, ja, machen wir sie einfach mit einem kräftigen Schwarz, dass man es sieht. Ich sage okay. Und ich beginne jetzt hier erstmal die Kubatur nachzuzeichnen. Dafür gleiche ich ja, meinen sozusagen Ausschnitt einmal mit Google Maps oder Google Earth ab und schaue mir an, wie die Dachlinien verlaufen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, also ich nehme jetzt zum Beispiel einmal diese Reihe, dass die alle in der Mitte sozusagen ihren Dachfirst haben, was nicht immer so sein muss. Aber wir treffen jetzt einfach mal die Annahme. Und beim Schatten sage ich jetzt einfach mal, da brauche ich ja keine Umrandung. Nehmen wir den hier und stellen ihn jetzt mal einfach mal auf 80%. Genau, wir nehmen uns den Farbeimer. Das funktioniert immer ganz gut. Schauen, ob wir in der richtigen Klasse sind. Und färben das Ganze einfach mal ein. Wir sehen, was passiert. Es ist automatisch schon so ein schöner Dachschatten entstanden. Was jetzt irgendwie nicht so schön ist, ist, dass ja, die Schatten über sozusagen den Kubaturen liegen. Das können wir ganz einfach lösen, indem ich jetzt auch noch was angewählt. Rechtsklick kennen wir auch schon und dann sagen wir anordnen in den Hintergrund.
ist und schwupps sind die Sachen wieder, sind die Linien klar lesbar. Genau. Das ist jetzt alles ein bisschen drastisch dargestellt. Also wir schauen natürlich dann, wie kann man das Ganze noch besser hierarchisieren? Sind das wirklich alles graue Linien? Wie funktioniert das? Aber das ist jetzt einfach nur ein allgemeines Beispiel, wie man sozusagen diese Kubatur machen kann und dass es so ein bisschen plastischer wirkt. Genau. Dann generell ein ganz wichtiges Thema beim Lageplan ist allgemein der Schatten. Das heißt, ich erstelle jetzt noch eine Klasse, die nenne ich zum Beispiel Schatten einmal von den Gebäuden. Taucht dann hier unten auf. Und dann könnte ich natürlich nochmal sagen, Schatten, weiß ich was, für Bäume. Und den Gebäudeschatten weiß ich, sowie auch den Baumschatten dann. Aber das macht ihr dann ganz in Ruhe. Wieder leer, Füllattribut, sagen wir, ist wieder grau, 80%. Sagen okay. Genau, und dann ist es halt ganz wichtig, dass der Schatten manuell, also per Hand gezeichnet wird, weil zum Beispiel hier unten, Moment, diese Gebäude, die sind ja viel niedriger. Ups, jetzt war ich in der falschen Klasse. Ein Gebäudeschatten. Diese Schatten sind ja, sag ich mal, viel niedriger als zum Beispiel dieses große Haus. Das heißt, ich würde jetzt hier mal schauen, dass ich zum Beispiel so einen kleinen Schatten habe, während der Schatten von dem Gebäude jetzt hier natürlich irgendwie wesentlich größer wäre. Ich zeichne ihn jetzt nur so Pi mal Daumen. Ihr könnt das natürlich dann deutlich schöner machen. So. Das ist natürlich dann auch irgendwie parallel ist und passt. Ich ziehe das jetzt ganz grob nur nach. Genau. Und ihr seht einfach die Unterschiede, die dann passieren. Also, dass man halt wirklich hierarchisiert, was ist größer, was ist kleiner. Habe ich jetzt nicht so schön gemacht, deswegen nehme ich es jetzt einmal hier wieder raus. Genau. Und so geht ihr dann mit den Schatten vor. Und zuletzt würde ich euch dann noch einmal zeigen, ja, wo man sich Bäume besorgen kann. Entweder zeichnet man die Bäume selbst, dafür würden wir wieder eine neue Klasse erstellen. Wir können Bäume nachzeichnen mit den verschiedenen Werkzeugen hier. Wir können Kreise sozusagen reinpflanzen oder was auch immer euch da gefällt, welchen Stil ihr da mögt. Ihr könnt Aquarellbäume hinzufügen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über den über den Zubehörmanager an Bäume zu kommen. Und zwar gehen wir da einmal Fenster, Paletten. Und dann den Zubehörmanager. Darüber gibt es auch ein komplett eigenes Video. Und ihr seht hier eben ganz viele verschiedene Bäume, die man sozusagen auswählen könnte. Und da könnt ihr euch dann einfach einen Baum eurer Wahl aussuchen und den dann sozusagen einfach rein platzieren. Dann ist eben noch ganz wichtig, dass ihr auch die Straßennamen einmal aufschreibt, dass ihr hier unten dann auch oder oben oder wo auch immer es euch gefällt, wie auch beim Schwarzplan den Nordpfeil nicht vergesst. Genau, und so baut sich dann das Ganze sozusagen auf. Ihr könnt auch Texturen zum Beispiel hier in die Hintergärten legen, dass das so ein bisschen ja, atmosphärischer ist und so ein bisschen nach Grastextur aussieht, wie ihr eigene Texturen reinladet. Dazu gibt es ja auch schon ein Video. Genau, da könnt ihr eigentlich ja, eurem persönlichen Stil ganz freien Lauf lassen. Und ja, was halt, wie gesagt, allgemein das Wichtigste ist, ist so, das mit dem Schattensetzen und das Hierarchisieren, weil jetzt ist es ja noch sehr plan. Also es ist ja jetzt kein schöner Ausschnitt hier, der von diesen Häusern zu sehen ist, sondern es sieht ja noch sehr planar aus. Da könnte man auch überlegen, sind es andere Grautöne? Wie funktioniert der Schattenwurf? Genau, welche Texturen benutze ich? Mache ich das Ganze eher so ein bisschen grafisch oder atmosphärischer? Genau. Und ja, das war es eigentlich zum Thema Lageplan.